Hallo, Herr Knieks. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben für ein kleines Interview. Wie geht Ihnen denn heute? Mir geht es ausgezeichnet. Ich arbeite an neuen Spielen, da geht es mir immer gut. Das hört sich toll an. Ja, Spielen, also Sie sind ja aus der Spielwelt gar nicht mehr wegzudenken. Können Sie sich denn daran erinnern, wann Sie wirklich damit angefangen haben zu spielen? Also gerade Brettspiele. Also gespielt habe ich, solange ich denken kann. Am Anfang habe ich angefangen mit einfachen Spielen, aber durchaus auch mit Themen, die mich fasziniert haben. Ich bin in der Kleinstadt Illertissen in Bayern aufgewachsen, hart an der Grenze zu Baden-Württemberg. Und in dieser Stadt zu der Zeit gab es noch nicht mal ein Spielegeschäft, sondern es gab lediglich einen Friseur, der ein paar Spiele verkauft hat. Aber da war die Auswahl sehr gering. Und insofern, weil ich halt gern gespielt habe, habe ich sehr, sehr früh auch schon angefangen, dann eigene Dinge zu machen. Es haben mich große Geldstapel fasziniert, es haben mich Statistiken fasziniert, Autos durch Röhren durchfahren zu lassen. Und ich glaube, das zeichnet sich dann alles so im weiteren beruflichen Werdegang auch ab, was da so alles passiert ist mit Mathematik und Banker. Aber das Spielen war immer dabei und das war immer eine große Leidenschaft von mir. Die hat mein Leben immer bereichert. Das hört sich toll an. Und dieser, Sie haben gerade von dem Friseurladen geredet. Ich nehme an, das war dann auch der Laden, wo Sie Ihre ersten Spiele dann gekauft haben. Ja, also natürlich habe ich nicht die ersten Spiele gekauft, sondern ich habe sie geschenkt bekommen und so. Aber natürlich bin ich dann gegangen, bin dem Friseur auf die Nerven gegangen, weil ich alles genau wissen wollte und habe natürlich das eine oder andere Spiel dort auch eingekauft, ganz klar. Aber sehr interessant. Da geht man zum Friseur und kann gleichzeitig Spiele kaufen. Finde ich super. Die Spielessen, können Sie sich denn daran erinnern, wann Sie dort zum ersten Mal waren? Und waren Sie damals schon Autor oder waren Sie als reiner Besucher auf der Messe? Also, es ist die Frage, wann bin ich Autor geworden? Ich habe natürlich sehr viele Spiele erfunden für mich schon in der Kindheit, habe dann angefangen in der Spielbox und in anderen Zeitschriften Spiele zu veröffentlichen, also neue Spiele zu veröffentlichen. Dann ist man wahrscheinlich Autor. Und dann Ende der 80er Jahre ging es dann los mit eigenen Entwicklungen. Das heißt, als ich zum ersten Mal auf der Messe war, das war so Mitte der 80er, glaube ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Da war ich noch nicht Autor in dem Sinn, dass ich noch kein veröffentlichtes Spiel hatte, aber natürlich war es eine ungeheure Bereicherung. Ich war nicht bei den ersten Malen dabei, wo es in der Volkshochschule war, aber ich war so ziemlich früh dabei, als es dann wirklich in den Grugerhallen war und das wirkliche Spielessen wurde. Was war Ihr Eindruck damals? Ja, es war überwältigend, weil wenn man in einer Kleinstadt aufwächst und nur wenig, damals gab es noch kein Internet, ja, also nur wenig Zugang zu dieser Spielewelt hat und plötzlich dann Riesenangebot aufplatzte, da gehen einem schon die Augen auf und es hat einfach mir nochmal gezeigt, was es alles gibt, aber es hat mir natürlich auch viele Kontakte verschafft. Ich hatte ja damals eine Zeitschrift rausgegeben, Play Mail, also Spiele per Post, damals noch keine E-Mails. Man hat sich noch wirklich per Post und per Brief die Züge zugeschickt, die habe ich dann ausgewertet, dann kam eine kleine Zeitschrift heraus, da hat man dann gesehen, was aufgegangen ist und was nicht aufgegangen ist von seinen Spielzügen. Es waren auch eigene Spiele, die ich gemacht hatte. Und die Spiele habe ich viele kennengelernt und ich habe natürlich auch die Verlage gesehen. Und die braucht man natürlich auch, die Kontakte zu den Verlagen, um dann auch Spiele unterzubringen, zu wissen, was machen die Verlage und zu schauen, was man denen anbieten kann. Stimmt. Und gerade in diesem Jahr ist es natürlich schwierig. Deswegen wurde ja ein neuer Ansatz gebracht, nämlich die Spiel digital. Was halten Sie von der Idee und denken Sie, dass es zukünftig vielleicht als kleines Add-on zu der eigentlichen Spielessen weiterleben wird oder weiter angeboten werden sollte? Ja, ich fürchte, nichts ersetzt das Spielen face to face, also sich gegenüber zu sitzen, Sachen auszuprobieren, Sachen anzufassen. Das kann einfach die digitale Welt noch nicht ersetzen. Insofern ist es kein Ersatz für die wirkliche Spiel. Aber das soll es ja auch nicht sein. Wir sind in einer Sondersituation mit dem Virus derzeit und ich glaube, dafür ist es eine schöne Überbrückung. Und wenn man jetzt ein Jahr oder 2 Jahre keine Live-Veranstaltung hat, ich glaube, dann kann man sich in vielerlei Hinsicht behelfen und dann schließen wir ohne große Probleme zu der Lücke wieder auf, wenn es wieder erlaubt ist, dann wirklich die Messen zu haben. Darauf freue ich mich am meisten, weil es ist ja nicht nur das Spielen, es ist auch das, sich mit anderen Menschen zu treffen, das Gespräch und das geht halt alles Auge in Auge viel, viel schöner und viel, viel besser.
Aber es ist gut und wir machen das Beste draus. Das stimmt, auf jeden Fall. Sie haben ja schon wahnsinnig viele Spiele erfunden. Sie haben gerade gesagt, Sie haben schon sehr, sehr früh angefangen. Haben Sie so typische Momente, wo Ihnen eine Spielidee kommt? Oder also kann das beim Kochen sein? Oder setzen Sie sich wirklich hin und überlegen, strategieren? Es ist beides. Also das Spiele erfinden ist natürlich, tickt natürlich immer so ein bisschen mit, weil es ist ja keine Wissenschaft, das Spiele erfinden, sondern es ist eine Kunst, eine künstlerische Betätigung und insofern Augen offen halten, schauen, was geht in der Welt voran. Ich glaube, Hemingway hat es sehr, sehr gut mal gesagt über das Romanschreiben, dass er sagte, um zu schreiben, muss man leben. Das heißt, natürlich wollen die Leute lesen, was sie interessiert, das ist Leben und das muss man damit auch erleben. Und ich glaube, genauso ist es beim Spieleentwickeln auch. Man muss relevant bleiben, man muss relevant sein und die Zeiten entwickeln sich. Also man kann sich nicht auf den alten Klassikern ausruhen, sondern was ist heute für die Leute relevant? Das ist anders als vor 10 oder 20 Jahren. Und das ist sehr wichtig, das einfach mal aufzunehmen, da offen zu sein. Wie dann eine Idee zustande kommt, lässt sich wahrscheinlich theoretisch gar nicht wirklich erklären. Es muss die Offenheit da sein, es muss die Bereitschaft da sein. Und irgendwann mal sieht man einfach Dinge. Mein Problem ist ja nicht, die Ideen zu haben. Eigentlich ist es der Fluch der vielen Ideen, weil wenn man sich damit beschäftigt, auch natürlich ganz bewusst in Diskussionsrunden sagt, was kann man denn machen, wo sollten wir hingehen, was sind neue Mechanismen, was sind neue Möglichkeiten zu produzieren. Es gibt ja viele innovative Ansätze, die man im Spiel verfolgen kann. Und das Problem ist nicht so sehr, die Ideen zu haben. Herausragende Ideen kommen nicht so häufig, aber das Problem ist dann aus einer Idee, die gut ist, also erstmal zu erkennen, dass sie gut ist, aber dann wirklich das perfekte Produkt zu machen. Und das dauert lange, das braucht sehr viel Energie und das ist oftmals auch ein Irrweg und ein Pfad, der lang meandriert, bis man dann irgendwo hoffentlich das perfekte Spiel hat. Also manchmal geht es schneller, manchmal etwas langsamer mit dem Prozess, aber können Sie uns vielleicht mal so durchführen, wie grob der Prozess der Spieleentwicklung ist, von der Idee bis zum fertigen Spiel? Also wie man wirklich kreativ ist, lässt sich sehr schwer beschreiben. Ich glaube, da kann man ein Modell entwickeln, aber ob das Modell richtig ist, ist nicht klar. Aber natürlich findet es zunächst mal im Geiste, im Kopf statt, vielleicht auch die Augen zu schließen, da hineinzuschauen, vor allem auch für mich hineinzufühlen. Also was möchte ich denn für Situationen erleben und wenn ich jetzt am Zug bin, was habe ich denn für Herausforderungen? Also das stelle ich mir schon sehr konkret vor, mit der Erfahrung klappt es auch ganz gut, zu schauen, okay, da bin ich jetzt überfordert, das ist zu einfach, warum, was ist die Interaktion mit der anderen, warten die jetzt alle auf mich, kann ich bösartig sein, kann ich destruktiv sein, also alle diese Sachen schaut man sich an, sind es gute Gefühle, sind es negative Gefühle, die da entstehen, wenn ich mir das so vorstelle, aber das Problem ist, trotz aller Erfahrung, wenn ich das dann so in meinem Kopf zurechtgeschustert habe, dann funktionieren die Spiele immer fantastisch, im Kopf. Aber das ist natürlich nicht die Sache, sondern sie müssen natürlich auf dem Tisch funktionieren. Und irgendwann ist dann die Entscheidung, Prototypen zu machen, also ein testbares Spiel zu machen. Wenn man das zu früh macht, dann hat man noch nicht so was Substanzielles, um wirklich zu sehen, habe ich da jetzt was? Und wenn man es zu spät macht, dann verliert man sich in Sachen, verliert sich in Details und stellt dann ganz groß fest, dass man ja auf dem völlig falschen Pfad ist. Aber das A und O der Spielentwicklung und auch die große Zeitspanne, die entsteht, ist einfach aus dem Testen. Also man kann Spiele nicht am Reißbrett entwickeln und ausrechnen, sondern man muss Spiele erleben, man muss den Spaß haben. Insofern bin ich bei allen Tests auch dabei. Für mich funktioniert es nicht, ein Spiel weiterzugeben und zu sagen, testet mal und gebt mir ein Feedback. Das kann ich nicht erleben. Ich will es erleben. Spiele ist erleben. Ja, und am Anfang rattert es da ganz ordentlich, dass sehr viel und scheppert es, dass sehr viel geändert werden muss. Und dann wird es immer dichter und am Schluss ist es noch sehr viel Feintuning, Kleineinstellungen. Und dann lasse ich es wirklich in der Regel nochmal 4-6 Wochen liegen. Ich schaue es nicht an. Und dann kommt es nochmal in einzelnen Runden auf den Spieltisch. Mit etwas Distanz, man kann ja auch zu nahe herankommen, man kann auch gewisse Konventionen entwickeln, aber mit dieser Distanz sehe ich dann auch, ist das Spiel robust, funktioniert es und dann wird ein schöner Prototyp gebastelt, der dann zum Verlag geht. Und dann, wenn das Spiel raus ist, gehen Sie dann auch mal in die Läden und schauen, ist es da, also das
hört man ja oft von Musikern oder so, die dann in den Laden gehen am Release Day und holen sich dann ihre Platte. Ist das für Sie dann auch was Besonderes, in die Spielegeschäfte zu gehen und Ihre Spiele dort zu sehen? Also am Release Day gehe ich jetzt nicht in den Laden, weil so ist es im Spielebereich ja auch nicht, dass dann ein globales Release stattfindet. Genau. Natürlich gehe ich in Spieleläden, einfach um zu sehen, was ist dort insgesamt da. Natürlich sehe ich da auch meine Spiele, interessiert mich so, wie die preislich sind, wo sie auch in den Regalen aufgestellt sind. Aber die wesentlichen Informationen nehme ich eigentlich nicht aus den Spieleläden, sondern die nehme ich mir aus den Medien inzwischen, wo man einfach viel kompakter etwas bekommt. Natürlich haben wir, ich bin ja in München, wirklich schöne Spieleläden hier, die auch sehr spezialisiert sind, wo man sehr viel bekommt, wo auch der normale Kunde, ich bin ja kein normaler Kunde, wo auch der normale Kunde dann wirklich beraten wird und auch das richtige Spiel für sich findet. Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben auch schon sehr viel gespielt in Ihrem Leben. Gibt es denn so einen Spielmechanismus, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass Sie ihn erfunden hätten? Oder andere Spiele, wo Sie sagen, ach, die Idee hätte ich gern gehabt. Also es passiert immer wieder, dass ich über die Messe gehe und dann etwas, ich habe ja einen bestimmten Stil von Spiel. Ich bin ja mehr der Naturwissenschaftler, ich habe es gerne mit einfachen Regeln und dann entsteht die Tiefe einfach aus dem Miteinander, wie sich jeder einbringen kann. Also insofern, wenn ich über die Messe gehe oder wenn ich es in den Medien sehe, dann sage ich, ah, das ist aber eins, das ist genau mein Stil, genau meine Sachen. Manchmal sage ich auch, da hat mir jemand meine Idee geklaut, bevor ich sie hatte. aber das führt eigentlich eher zur Panik bei mir, dass ich sage, oh, ich muss rangehen, ich darf das nicht versäumen. Ich muss einfach die schönen Sachen, an denen ich bin, auch fertig machen, muss sie durchziehen. Und muss sie veröffentlichen, weil nichts ist schlimmer, wenn man ein schönes Spiel arbeitet und dann feststellt, dass es gerade auf der Messe rausgekommen ist, sei es nun der Titel, sei es nun der Mechanismus oder was immer. Das passiert ja anderen Autoren auch, da kann man nichts dafür, solche Parallelentwicklungen, aber wer halt zuerst auf dem Markt ist, der ist da. Und dann ist die Frage, ob der Zweite überhaupt noch kann oder ob man dann dich noch nicht doch vorgeworfen bekommt, man habe kopiert. Ja, Wenn man so über eine, oder ja, über, allgemein, wenn man über eine Spielmesse geht oder auch durch den Laden, es gibt ja so viele Spiele mit so vielen verschiedenen Mechanismen. Glauben Sie, gerade weil Sie es angesprochen haben als Mathematiker, dass es irgendwann den Punkt geben wird, an dem alle Spielmechanismen erfunden wurden? Oder glauben Sie eher, dass es wird immer eine neue Idee geben? Also ich glaube, vor etwa 100 Jahren hat irgendwann jemand im Patentbüro mal gesagt, in Amerika, jetzt ist alles erfunden, jetzt braucht man nichts mehr zu patentieren, es gibt nichts Neues mehr. Ich glaube, in den letzten 100 Jahren ist einiges Neues passiert. Man kann sich auch fragen, sind jetzt endlich mal alle Romane geschrieben und alle Geschichten und alle Plots abgearbeitet? Nein. Spiele gehen ja, ich habe es vorher schon angesprochen, mit der Zeit. Das heißt, wir haben neue Filme, wir haben neue Charaktere, wir haben neue Möglichkeiten in der Welt. Unsere Welt sieht heute ganz anders aus als vor 20 Jahren, viel mehr technologisiert. Es gibt Cyber-Herausforderungen, Cyber-War kann man im Spiel abbilden. Es gibt Roboter, es gibt Raumfahrt. All diese Sachen werden ja viel mehr greifbar heute. Und das sind natürlich alles immer neue Themen. Und die Themen regen natürlich auch neue Mechanismen an. Neue Möglichkeiten entstehen auch durch neue Produktionsmethoden, durch neue Materialien. Manchmal hat man schon lange produzieren können, aber eben nicht kostengünstig. Und heute gibt es eben auch durch die Globalisierung und auch durch die größeren Mengen, die man machen kann, auch die Möglichkeit, eben ganz neue Dinge ins Spiel einzubauen. Da muss ich die Augen offen halten, aber ich glaube, da gehen die Ideen, da gehen die Neuigkeiten und die Herausforderungen nicht aus. Natürlich ist es immer eine Herausforderung, in Anbetracht dieser vielen neuen Veröffentlichungen, die wir jedes Jahr haben, auch da herauszustehen und Dinge zu machen, die einfach neue Trends setzen, die Aufmerksamkeit erregen und nicht nur ein MeToo-Spiel sind. Und denken Sie, weil Sie jetzt auch gerade die digitale Welt angesprochen haben, dass sich das Spielen vermehrt in die digitale Welt verschieben wird? Oder glauben Sie, dass wir Menschen immer noch sagen, ach, eigentlich ist so ein analoges Brett- oder Kartenspiel doch ganz schön, um mal abzuschalten und das wirklich als technologiefreie Zone zu betrachten. Na gut, eine Verschiebung in die digitale Welt
findet ja in unserem ganzen Leben statt. Also wenn wir jetzt mal, weiß nicht, 20, 40 Jahre zurückgehen, als die ersten Computer aufgetaucht sind, die programmieren waren, Taschenrechner und so. Natürlich hat sich seitdem eine natürliche Verschiebung gegeben, weil unsere Welt viel digitaler ist. Ob dieser Prozess abgeschlossen ist, wage ich sogar zu bezweifeln. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt nur noch vor diesem Bildschirm, vor diesem kleinen Smartphone oder iPad oder Tablet oder PC sitzen, sondern wir verbringen ja unser Leben auch in der Gemeinschaft. Das heißt, so weit, wie wir unser Leben in der Gemeinschaft verbringen, so weit werden wir auch miteinander spielen. Wenn wir schließlich nur noch die Gehirne in Glasflaschen haben, dann ist nichts mehr mit am Tisch zusammensitzen. Aber das ist ja nicht die Schuld des Spiels, wenn man über Schuld überhaupt redet, sondern das ist eine Entwicklung des Lebens. Und da geht das Spiel einfach mit. Spiele sind ein Spiegel unserer Zeit. Und es wird digitaler, aber wir sind Menschen und wir sind keine Roboter. Und das heißt, natürlich wollen wir zusammen spielen, zusammen Spaß haben, wir wollen zusammen essen, wir wollen zusammen Dinge unternehmen. Und da gehört Spielen ganz natürlich mit dazu. Vielleicht mit etwas mehr digitalen Touch. Ob wir jetzt einen gedruckten Spielplan aus Pappe liegen haben oder ob wir einen ausrollbaren, dünnen Bildschirm in der Zukunft haben, auf dem wir dann den Spielplan anzeigen, wo dann noch schöne Geräusche passieren, wenn ich meine Figur, die natürlich erkannt wird, von der einen Seite auf die andere ziehe und so. Das kann ja alles unterstützend dabei sein. Das ist ja sehr, sehr schön. Ja. Das bringt die Atmosphäre, aber das nimmt natürlich dem Spiel nichts weg, dem Miteinanderspiel nichts weg. In der Gruppe zusammen sein, das ist wirklich mit der Schönste am Spielen. Jetzt sind wir natürlich in dieser schwierigen Phase mit Corona und wir haben oft Freunde nicht sehen können, aber die Familien waren sehr eng zusammen. Denken Sie, dass gerade so etwas wie die Zeit, in der wir gerade leben, vielleicht das Spielen nochmal auf ein höheres, nicht Niveau, aber auf einen höheren Wert bringen, dass die Leute wieder mehr Spaß am Spiel vielleicht entdeckt haben? Also ich glaube, die Corona-Krise hat ja auch ihre positiven Aspekte, obwohl wir uns ja diese Krise alle nicht wünschen, aber die Leute waren ja zum Teil im Lockdown auch viel mehr zu Hause, hatten auch viel mehr Zeit, mussten sich beschäftigen, wollten sich beschäftigen. Und da ist das Spielen natürlich eine ganz fantastische Sache. Insofern ist in den letzten Monaten sicher mehr gespielt worden. Es sind ja auch einfach mehr Klassiker, mehr Spiele nachgefragt worden, auch im Handel. Ja. Also es lässt sich ja ganz deutlich verzeichnen. Und ich glaube auch, dass die Corona-Krise auch Effekte haben wird, wenn sie hoffentlich bald vorbei ist, nämlich dass Veränderungen eingetreten werden. Die Digitalisierung ist über uns hergebrochen, wie sie sonst hätte nicht herbrechen können, einfach aus der Notwendigkeit heraus. Und ich glaube auch das Spielen und der Zugang zu den Spielen, das Bewusstsein der Spiele ist sicher in viele Köpfe wieder vermehrt gewandert und das wird natürlich auch bleiben, weil ich spiele ja nicht, weil ich muss, sondern ich spiele ja, weil ich entdecke, dass mir es Spaß macht. Und wenn ich entdeckt habe, dass es mir Spaß macht, werde ich natürlich auch dabei bleiben. Absolut. Was sind denn aktuell so Spiele wie Ihnen besonders Spaß machen? Ja, ich habe ja meine berühmten 50 Schubladen, die im Studio sind. Das sind die, die ich mir erlaube, mit neuen Ideen zu füllen. Das Problem ist, ich habe es angesprochen, eine Schublade zu füllen ist einfach. Da kommt eine neue Idee rein, an der muss ich dann mal arbeiten. Ja, und dann sind die 50 Schubladen voll. Dann hat man eine weitere Idee und sagt, na, ich muss jetzt auch mal wieder eine fertig machen. Und das Fertigmachen dauert seine Zeit. Ich habe jetzt, weil wir während der Corona-Zeit nicht testen können, mir heimlich nochmal 30 weitere Schubladen gekauft. weil da sitzen jetzt die ganzen Spiele drin, die aufs Testen warten, wenn wir wieder anfangen kommen, die können zu testen. Also insofern, die Antwort ist eigentlich, meine Lieblingsspiele sind immer die, an denen ich gerade arbeite, wo ich natürlich jetzt wirklich heiß drauf bin, zu sehen, wie ist jetzt, also beim ersten Test, wie kommt sie überhaupt an? Was ist jetzt wirklich entstanden? Beziehungsweise dann bei den weiteren Tests, jetzt habe ich ein bisschen was geändert. Ist das Problem gelöst? Was passiert da? Ist es jetzt spannender geworden? Oder muss ich es wieder zurücknehmen? Also das ist das, was mich eigentlich sehr begeistert. Und in normalen Zeiten spielen wir fast jeden Tag. Aber wir spielen halt, wenn immer die Gelegenheit ist, diese Schublade. Ja, also da ist so viel Auswahl. Und wenn die Spieltester kommen, dann gucken die auch die Schublade. Ja, das wollen wir wieder probieren und dies wollen wir wieder probieren. Und dann ist natürlich auch ein Feedback. Wenn so eine Schublade in Vergessenheit gerät, dann ist es ja auch eine Aussage. Das stimmt. Aber ein tolles Prinzip. Und gerade jetzt mit den 30 neuen Corona-Schubladen, die leider nicht wieder voll sind, können wir uns auf hoffentlich eine Menge neue Spiele von Ihnen freuen. Eine letzte Frage noch. Was ist denn Ihr Lieblings-Amigo-Spiel?
Lieblingsspiele sind eine schwierige Frage. Also wir haben ja hinter uns hier Lama, aus aktuellem Anlass, auch insbesondere, weil ich ja an Erweiterungen und neuen Elementen für Lama bastle, ist das natürlich das meistgespielte und insofern auch das Lieblingsspiel. Aber man muss auch sehen, Lieblingsspiele sind für mich nichts Absolutes. Ein Lieblingsspiel hängt immer von der Runde ab und von der jeweiligen Situation ab, mit der wir spielen. Wenn ich jetzt mit drei Hardcore-Gamern zusammensetze, dann wären wir vielleicht nicht am Anfang des Abends, wenn wir noch drei Stunden Zeit haben, gleich Lama rausnehmen. Lama werden wir vielleicht am Ende rausnehmen, aber zunächst mal nehmen wir uns ein großes ein-, zwei Stunden Spiel vor. Also es kommt darauf an und insofern auf jede Situation ein Lieblingsspiel pressen zu wollen, funktioniert nicht. Wäre ja auch sehr schade, wenn man nur noch ein Spiel hat, das man immer spielen möchte. Ich glaube, diese Qual der Wahl, so viele gute Sachen zu haben und zu sagen, ah, wir können eh nicht mehr alles spielen, aber was wollen wir denn als erstes spielen und was machen wir nächstes Mal und das wollen wir aber, ach, das wollte ich auch schon lange wieder spielen und so. Das ist ja eigentlich eine fantastische Situation. Ja. Insofern, spielen ist ja Freizeit, ist genießen, je nach Lust und Laune, was gerade Spaß macht. Und wenn man wirklich nur 10 Minuten, 20 Minuten Zeit hat, dann kommt ein Lama auf den Tisch und dann schauen wir doch mal, was wir mit den pinkenen Chips oder lila Chips oder rosanen Chips, wie immer die jetzt werden, machen können. Ja. Das hört sich toll an. Und wie gesagt, das ist ja auch das Wunderbare an den Spielen. Es gibt für jede Situation was, es gibt für jeden Geschmack was, es gibt so viel zu erleben und zu entdecken. Wir freuen uns auf alle Fälle schon sehr drauf, was wir in Zukunft von Ihnen entdecken werden, was für neue Spiele herauskommen. Und vor allem vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Fragen unserer Fans, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, die Fragen waren ja nach einem Aufruf von unseren Fans zusammengekommen. Also herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne und auch noch ein Wort an die Fans. Lasst euch nicht unterkriegen, spielt, seid vorsichtig, gesund bleiben ist das Wichtigste. Aber spielt, nutzt alle Gelegenheiten in der Familie zu spielen, neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen zu erobern. Spielen ist eine wunderschöne Sache im Leben, die wollen wir nie aufgeben. Das stimmt. Ich danke Ihnen, Herr Knizia, und einen schönen Tag noch. Dankeschön und gleichfalls. Tschüss.